Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakensang. Und ja, wir machen jetzt. Na, komm. Wir gehen jetzt in diese Holztüren, wo man zahlen gegenüber der sanften Sau. In das Kellergewölbe, um die Diebesgilde zu finden. Und Kuano in Fuhrmannsheim war ja schon der Hinweis. Und ja. Truhe, Kiste meine ich, Fass meine ich. So, ja. Und hier ist ein Typ, Debero. Was treibt ihr hier in meinem Keller? Na, euch die Lösung, denn sie lautet Kuano oder Onaug. Hört endlich auf, mich Kleines zu nennen, Fext nochmal. Was, ihr kennt diese Leute und wusstet von diesem Ort? Hihi, aber ja, doch, Kuano, der Anführer der Diebesgilde, ist mein Vater. Euer Vater? Ja, aber wieso habt ihr mir das denn nicht schon früher gesagt? Muss ich euch denn alles erzählen? Darf ein Mädchen denn keine Geheimnisse haben? Pa, ich habe euch doch gesagt, sie ist nichts weiter als eine gewöhnliche Diebin. Aber auf mich hört ja keiner. Ja, Fulgrim, beruhig dich. Diese ganzen Choleriker hier, die sich wegen allem aufregen. Und Kladis, die Geheimnisse vor uns hat. Deswegen habe ich die eigentlich ungern in meiner Gruppe. Nein, natürlich ist es nicht deswegen. Klar, Fulgrim ist mir manchmal ein bisschen zu impulsiv oder so. Aber ich finde, keine Ahnung. Ich bin für Neues offen. Deswegen, sobald ich sie austauschen kann, werde ich sie austauschen, weil ich finde jetzt Kladis, also manche sagen, Kladis ist unverzichtbar in der Gruppe. Was sie gleichzeitig ein bisschen zaubern kann, Diebin ist und gar nicht so schlecht im Kämpfen ist. Aber ich finde sie nicht gut. Und hier ist Kuano. Hallo Kleines, wie geht es dir? Schön, dass du mal wieder bei deinem alten Vater vorbeischaust. Ich bin nicht klein. Beruhige dich, meine Süße. Wen hast du denn da bei dir? Ein neues Gesicht in unserer bescheidenen Räume. Willkommen in der Diebesgilde. Fex zum Gruße, werter Kuano. Ich bin Saria. Ich muss zugeben, der Weg bis in eure Hallen war beschwerlich, als ich ja beschwerlich, als ich angenommen hatte. Und ja, ihr könnt euch sicher vorstellen, dass wir nicht einfach Tür und Tor für jedermann öffnen könnten. Es könnte ja ein Stadtgardist hereinspazieren kommen oder Schlimmeres. Doch wo sind meine Manieren? Wie kann ich frisch gebackene Mitglieder unseres Bundes behilflich sein? Interessiert ihr euch für Spiel und Spaß und wollt ein wenig trainieren oder braucht ihr gewisse Utensilien? Ich würde gerne mal gucken, was man bei ihm erlernen kann. Fechtwaffen möchte ich nicht und den Rest habe ich alles. Boah, bin ich ein guter Dieb, ich kann alles. Auch wenn nichts besonders gut. Und der Rest braucht sowas nicht. Dann möchte ich mal spielen. Sagt ihr nicht etwas von Spiel und Spaß? Das wäre doch vielleicht etwas für mich. Ihr sprecht mit Fexens Stimme. Wir haben hier unten einen kleinen, aber beschaulichen Parcours aufgebaut, um unsere Fähigkeiten zu erproben und mit den Fingern in Übung zu bleiben. Ihr wisst doch, wer rastet, der rostet. Da ist was dran. Gibt es bei diesem Parcours irgendwas zu beachten? Warte, ich möchte mal kurz gucken, wie viel Uhr es ist. Oh, eigentlich ist es ganz einfach. Benutzt alle eure fexischen Gaben, um an die neuen Embleme der Diebesgilde zu gelangen, die im Parcours versteckt sind. Einige sind in fest verschlossenen Truhen, andere versperrt hinter schweren Eisentoren, andere wiederum stecken tief in den Taschen einiger unserer Leute. Schafft ihr es mit allen Emblemen. Schafft es. Schafft ihr es, mir alle Embleme zu bringen, winkt euch eine schicke Belohnung. Was sagt ihr? Wollt ihr es versuchen? Ich will es doch nicht versuchen, Kuano. Ich will es schaffen bei Fex. Ich sehe es an eurem verwegenen Blick. Fex ist euch wohlgesonnen. Hier, ich packe den Schlüssel zum Parcours in meine Truhe. Diese zu knacken wird eure erste Aufgabe sein. Vergesst aber nicht, die Embleme dann auch bei mir abzugeben. Nun viel Spaß, Fex, mit euch. So, dann machen wir das mit euch. Ich hätte das Schlössermesser benutzen können. Naja, okay, es war einfach. So, dann machen wir jetzt den Diebesparcours. Erstmal gucken wir noch. Ja, Einladung eines Freundes und diebische Aufnahmeprüfung. So, und jetzt finden wir die neuen Embleme. Ich mache den Diebesparcours eigentlich immer ziemlich gerne. Ich finde es irgendwie witzig. Die Stimmung hier unten ist angenehm. Sonst mag ich ja eigentlich solche Keller und Gewölbe und Höhlen nicht, aber das hier finde ich eigentlich ganz angenehm. Und hier ist schon die erste Truhe. Oh, Falle entdeckt, Falle entdeckt, Falle entdeckt. Wo ist die Falle? Ach, die Antro-Truhe, ich dachte schon. Und hier steht Essen auf dem Tisch, das niemand isst. Was für eine Verschwendung. Oh, wenn ich das sehe, bekomme ich Hunger. Dabei ist es nur so ein. Keine Ahnung.
billig animiertes Stück Fleisch. Oh nein, ich wurde verletzt. Aber egal. Sieht hier eigentlich ganz gemütlich aus. Also wenn man hier so in die Diebesgilde aufgenommen werden könnte und sich da hinsetzen könnte und mit allen essen könnte, das fände ich irgendwie cool. Man müsste mal so ein Spiel erfinden, in dem man als selbst erstellten Charakter mehr integriert wird in die Spielewelt und deren Charaktere. Mit denen zusammen am Tisch sitzen und essen oder so. Fände ich irgendwie cool. So. Ach ja, und es ist nicht in jeder Truhe so ein goldenes Emblem drin. Wie ihr es gerade hier an diesem Beispiel gesehen habt. So. Dann zerschlagen wir mal hier diese auffällige Wand. Und öffnen wieder mit Leichtigkeit diese Truhe. Und hier ist ein Typ. Fex zum Gruß. Ihr seid hier, um die Embleme zu finden. Alle dieser befindet... Also wir müssen das jetzt von ihm klauen. Da werde ich jetzt alleine gehen. Ich glaube, mein Taschendiebstahl ist nicht so arg hoch. Aber ich hoffe trotzdem auf mein Schleichen- und Taschendiebstahl-Talent, damit dass er uns nicht merkt. Na. Bitte lass es funktionieren. Ich habe keine Lust, nochmal zu machen. Na. Er hat uns gemerkt. Warte mal, wie hoch ist denn unser Taschendiebstahl? 8 sollte eigentlich reichen. Das bekommen wir hin. Das ist vielleicht nur Zufall, ob wir das schaffen. Je nachdem, wie der Würfel für uns würfelt. So. Ah, hey, er spiegelt nach hinten. Ist ja unfair. Okay, wir haben es hinbekommen. Oh, bei Fex. Ich habe nichts bemerkt. Gratulation, das Emblem ist euer. Ja, okay, aber es ist schon ein bisschen komisch. Er erwartet ja, dass wir es klauen. Das ist ja dann doppelt so schwer. Ist hier noch eine Truhe? Nee. Aber ich weiß nicht wieso, aber immer wenn ich diesen Parcours gemacht habe, habe ich eins vergessen. Musste da nochmal durchlaufen. Ich habe es nie wirklich gefunden, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe noch nie beim ersten Durchlauf gleich alle gehabt. Ach, das Fulcrum. Ich dachte gerade, da wäre was. So, weiter geht's. Oh, hier stehen Eimer, weil es tropft. Fallen entdeckt. Ach, vielleicht kann ich das mal gleichzeitig machen, damit es ein bisschen vorangeht. Ja, aber klar, das hat es nicht geschafft. Dabei sollte sie nur die Falle entschärfen. Da kann sie das etwa nicht. Ja, okay, ich habe es auch nicht hinbekommen, aber... Ich gehe trotzdem davon aus, dass ich besser bin. Nein, Scherz, aber... Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich finde den Dieb irgendwie... Oh, warte, das war dumm. Ich habe doch hier gerade zittrige Hände. Ich finde den Dieb vom Anfang besser als die Diebe, die man später bekommt. Aber natürlich ist es nicht so, dass man jetzt im Spiel wirklich so einen Dieb braucht. Ja, ich versag auch manchmal. Mal gucken, ob das Schlössermesser oder die Dietriche mehr... Nee, das ist ja genau gleich. Was bringt das dann? Nee, das Schlössermesser ist sogar besser als die Haarnadeln. Die Dietriche sind natürlich noch viel besser, aber... Dann brauche ich die Haarnadeln eigentlich gar nicht. Ich glaube, das Schlössermesser hatte ich schon vorher, oder? Nee. Weiß ich nicht, aber ich würde euch empfehlen, das Schlössermesser mitzunehmen. Das macht +2 auf Schlösserknacken. Und ja. Und hier sind viele verwirrende Truhen und wir suchen hier die Embleme. Und hoffen, dass wir keins verpassen. Und zerschlagen wir einfach hier mal ein paar Kistchen. So, es ist weg. Ja. Naja, es gibt schon manchmal ein paar Anläufe. Ich finde dieses zittrige Hände, um ehrlich zu sein, irgendwie nervig. Oh, ich habe die Falle nicht entdeckt. Klar, das ist auch nicht. Doof. Es gibt
gibt auch einen Zauber, mit dem man Schlösser knacken kann. Aber ja, er ist eigentlich ganz nett, aber es ist unnötig, wenn man einen Dieb in seiner Gruppe hat. Ich habe Angst, hier irgendwie was zu übersehen. Das sieht nicht so aus, als wäre hier noch irgendwas. So, jetzt nehme ich mal gleich das Schlössermesser. So. Okay. Ich glaube, ich habe hier alles. Hoffe ich. Und dann geht's weiter. Ah, wir sind schon gleich wieder am Ziel. So, Truhe. Ja, wir haben es gleich geschafft. Ja, ich weiß, sehr interessant, wie ich im Kreis laufe und irgendwelche Schlösser knack. Ah, und ich habe es nicht geschafft. Ich hätte vorher dran denken müssen, das Schlössermesser zu benutzen. Jetzt müssen wir hier wieder warten. Ich könnte schwören, früher waren es immer 10 Sekunden, mittlerweile sind es nur noch 5. Falls mir irgendwer sagen kann, woran es liegt, dann bitte. Weil ich war mir sicher, früher waren es 10 Sekunden. Das ist ein bisschen komisch. So, gibt's hier hinten noch eine Truhe? Nicht, dass ich schon wieder irgendwas übersehe und dann nochmal durchlaufen muss. Schlössermesser. Boah, irgendwie hängt da jetzt meine Maus da hinten fest. Ah, trotzdem. Warte, ich guck mal, wie viel ich habe, wenn ich schon gerade dabei bin. Aber warte hier. Ich habe 7, 8 habe ich. Wenn hier noch eins drin bin, habe ich keins verpasst. Wenn hier noch eins drin ist, habe ich keins verpasst. Oh Mann. Das ist wahrscheinlich die super duper Truhe, die die Leute hier anbeten, weshalb hier auch überall verteilt Tische sind. So. Also ehrlich, muss ich es wirklich eins erhöhen? Ja, okay, wir hatten ja ein bisschen Steigerungspunkte bekommen, da geht es. Da können wir dann vielleicht auch die Drohnen auf dem Pferdock, auf dem Praiusplatzmarkt knacken. Oh ja, dieser eine Punkt. Ja, ich glaube, wir haben jetzt alle. Und ja. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich beim ersten Durchlauf alle habe. Davor hatte ich immer irgendeins irgendwo hinten vergessen. Ich glaube, im ersten Raum die erste Truhe, die wir aufgemacht haben. Ich glaube, die hatte ich immer vergessen. Embleme abgeben. Oh, 9 Embleme, sehr schön. Das waren dann alle Embleme. Gratulation, ihr seid wahrlich ein Meister eures Fachs. Ich werde euch jedenfalls bei unseren Plänen berücksichtigen. Wer weiß, vielleicht habe ich schon bald einen Auftrag für euch. Na, das klingt doch interessant. Hat er wirklich Aufträge für uns? Nee, ich glaube nicht, oder? Also ich habe noch nie einen gemacht. Ja, ich möchte mal gucken, was sonst verkaufen kann. Einbrecherjacke. Na, ist nicht besser als das, was ich habe. Lederhandschuhe. Oh, habe ich gar keine Handschuhe? Warte, aber die Einbrecherjacke sieht irgendwie cool aus. Aber nur anziehen, weil es cool aussieht, ist ja doof. Und außerdem ist sie schwerer. Ich würde vielleicht Dietriche einkaufen. Ring der Fingerfertigkeit. Oh, warte mal, möchte ich mal angucken. Koscher Stahl und Kohle. Das kaufe ich mir. So. Wurfsterne brauche ich nicht, aber... Warte, was wollte ich gerade? Dietriche wollte ich. Obwohl, aber ich komme eigentlich auch so gut zurecht. Na, ich lasse es. So, jetzt habe ich auch noch den Diebesparcours abgeschlossen. Ich möchte mal gucken. Es sind immer noch Stufe 2. Und Vorgrim und Dings sind Stufe 3. So, und dann haben wir auch den Diebesparcours geschafft. Das war in gewisser Weise anstrengend. Die kann ich noch kaputt machen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Part aufhöre, einen neuen Part mache. Oder ob ich jetzt trotzdem noch weitermache. Keine Ahnung.
Naja, erstmal schnell speichern. Und ja, ich sag jetzt mal auf Wiedersehen, falls ich jetzt nicht mehr weitermache. Und verabschiede mich mal und sag dann bis zum nächsten Part. Oder doch, ja, ich höre jetzt, glaube ich, ganz auf zu spielen. Ich habe jetzt schon ziemlich lange gespielt, bestimmt eine Stunde. Und ja, also sage ich dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Part, wo wir dann Traches Mörder auf die Spur gehen und Ardus Mörder auf die Spur gehen und ein paar Nebenquests in Ferdok erledigen, wie zum Beispiel die mit dem Handschmeichler-Typ da. Und ja, dann auf Wiedersehen. Tschüss.